Nun sehen wir noch einmal Caroline Wittenborn vom Reich. Zentrum aus Ketsch, diesmal mit ihrem dritten Pferd Utopia, die 611. Die Aufgabe beginnt mit der AX einreiten in versammelten Trab. X halten. Im versammelten Tempo antraben, C linke Hand, HXF Mitteltrab. FAK versammelter Trab, KE Schulter herein, E Wolte. MXK starker Trab. K versammelter Trab. FB Schulter herein. B wollte. BNG versammelter Trab, G halten. Fünf Schritte rückwärts richten, daraus im Mittelschritt anreiten. GHE Mittelschritt. EF im starken Schritt durch die halbe Bahn wechseln. FA Mittelschritt. A im versammelten Tempo antraben. Von K bis zur Mittellinie zwischen X und G nach rechts traversieren, dann geradeaus. C, linke Hand. Von H bis zur Mittellinie zwischen X und D nach links traversieren, danach geradeaus. A, linke Hand, F im verdoppelten Tempo angaloppieren. Nach M kehrt Wolte. Vor M fliegender Galoppwechsel. KB, versammelter Galopp, mit fliegendem Galoppwechsel beim Überreiten der Mittellinie.
K Mittelgalopp. K versammelter Galopp. AFB Arbeitstrab. BE halber Zirkel, dabei Zügel aus der Hand kommen lassen. EK Zügel wieder verkürzen. A auf die Windlinie abwenden. X halten. Grüße, Mittelschritt, lange Zügel in Bahn. Verlangt. Das Ergebnis für Ann-Kathrin Lindner und Rubin Renoir, die 544, Richter bei H 214, Richter bei C 212, Richter bei H 213, Total 639.